Hallo und herzlich willkommen zu Game On, MTVs kleinem Fernsehgarten. Nur echt ohne Garten. Dafür aber in Games und das nicht zu knapp. Ja, ein ganzes Beet voller Beiträge, moderativ abgesteckt durch formschöne Gartenzwerge. Dann ist grün zu grün, wenn Deutschlands Polygone blühen. Hört, hört. Mann, Mann, Mann. Ja, und jetzt das Ganze gerne nochmal in verständlich. Heute bekommt ihr bei Game One alle Infos zum Ballerspektakel Stranglehold. Darüber hinaus sind wir mal mit Sega Rally durch die Botanik gebrettert und wir erklären euch, wie Solid Snake aus Metal Gear Solid zu seinem Namen kam. Das Leben nach dem Tod ist, so hört man, eher langweilig. Die jüngste japanische Entwicklerschmiede Game Republic hält das aber nicht davon ab, das ganze Thema mal ein wenig spielerischer anzugehen. Folklore heißt besagtes Spiel, das Mythen und Legenden rund ums Thema schöner Sterben ins Rollenspiel und ins Action-Adventure-Gewerbe transportiert. Und bei solch schweren Geschützen haben wir uns es natürlich nicht nehmen lassen, unser redaktionelles Rollenspiel-Bollwerk Gregor Karzin in den Kampf gegen asiatische Spielekunst zu schicken. Das Resultat gibt es jetzt. Hier ist Folklore für die PS3. Trauer, Melancholie und Post von der toten Mutter. In Folklore, dem neuesten Fantasy-Spektakel für die PS3, beginnt alles mit einem Brief aus der Unterwelt. Dieser lockt den abgebrühten Reporter Keats sowie die von Amnesie geplagte Ellen in die verschlafene irische Gemeinde von Doolin. Obwohl Doolin wie ein ganz normales Dorf aussieht, befindet sich dort ein Portal, das ins Land der Toten führt. Dies müssen die beiden passieren, um mit der verstorbenen Mutter Ellens in Kontakt zu treten. Wo tagsüber noch ganz normale Menschen leben, säumen nachts Monster die Straßen. Und diese weisen einem den Weg in die Abgründe der Hölle. Und die wirkt auf den ersten Blick so, als hätte eure Oma große Freude daran. Allzu lange hält euer Spaziergang durch die Idylle aber nicht an, denn die Neverworld ist randvoll mit Ungeheuern gefüllt. Damit sich Ellen und Keats auch wehren können, bekommen sie eine kräftige Vitaminspritze verpasst. Schon sind wir beim eigentlichen Gameplay von Folklore angelangt. Sinn und Zweck des Spiels ist, sich abwechselnd mit Keats und Ellen durch schier endlose Monsterhorden zu prügeln. Das Ziel in Folklore ist nicht das simple Abschlachten der Monster. Man bekämpft sie so lange, bis sie ausreichend geschwächt worden sind. Danach fängt man sie ein, worauf sie den Charakteren ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Fast schon wie im Sommerschlussverkauf. Habt ihr den Monstern wortwörtlich die Seele aus dem Leib geprügelt, betätigt ihr euch als Urlaubsvertretung für Satan und verleibt euch ihr spektrales Antlitz ein. Dabei kommt der Six-Axis-Controller kräftig zum Einsatz, den ihr mit Timing und Gefühl in die passende Richtung reißen müsst. Das Resultat sind viele launige Verrenkungen vor dem heimischen Bildschirm. Ursprünglich war das Spielprinzip von Folklore komplett anders geplant. Wir hatten eigentlich zwei Titel in Arbeit. Ein mit Setting in der irischen Mythologie sowie ein Monster-Sammelspiel nach Pokémon-Art. Irgendwann fassten wir den Entschluss, beide Spiele zusammenzuführen. Daraus entstand dann Folklore in der jetzigen Form. Der Verweis auf Pokémon ist dabei gar nicht mal so unpassend, denn hier wie da steht das Aufstocken eurer Monstersammlung an erster Stelle. Mit einem stattlichen Arsenal an fiesen Fabelwesen bewaffnet, stellt ihr euch dann den Ausgeburten der Hölle. Sammelbare Bilderbuchseiten verraten euch dabei die korrekte Taktik, denn frei nach dem Steinschere-Papier-Prinzip richten immer nur bestimmte Monster auch wirklich Schaden an. Ist an sich eine nette Idee, die Spieltiefe bleibt dabei leider etwas auf der Strecke. Unglücklicherweise kommt bei dem bunten Treiben des Öfteren die Kamera nicht ganz mit. Gerade bei mehreren Gegnern wird oft ein unpassender Blickwinkel gewählt, der euch unnötigen Energieverlust beschert. Dazu stellt sich schnell Langeweile ein, denn die Spielabschnitte beider Charaktere unterscheiden sich kaum und man wandert so durch die ewig gleichen Locations. Gepaart mit dem geringen Umfang von maximal 10 Spielstunden bleibt da folgendes Urteil. Folklore ist eine Design-Delikatesse, die mit vielen netten Ideen und einer einmaligen Stimmung daherkommt. Wer außerdem noch Monsterklöppereien mag, der bekommt genau das, und zwar bei dir.
Leider krankt es unter kleinen Gameplay-Schnitzern viel zu wenig Abwechslung und ist schneller vorbei als die Meisterfeiern von Schalke 04. Unser Fazit deshalb: muss man nicht unbedingt haben. Nimmt man das Wort Nektarine, macht aus dem KNX und lässt Arine weg, dann zeigt sich völlig unerwartet die Zukunft des Gamings. Ha, next up. Ubisoft hat die Spendierhosen an. Unter FilePlanet.com steht ab sofort die PC-Version von Rayman Raving Rabbids gratis zum Download bereit. Der Haken an der Sache: ihr müsst In-Game-Werbung ertragen und einen amerikanischen Ubisoft-Account anlegen. Neben den Killerhasen könnt ihr euch auch Prince of Persia, Far Cry und Ghost Recon saugen. Rüpelraser, aufgepasst! Es gibt neuen Content für MotorStorm. Für 5,99 € könnt ihr das Coyote Revenge Pack im PS3 Store downloaden. Darin enthalten sind zwei neue Fahrzeuge und eine neue Strecke, die aber nur die rückwärts befahrene und modifizierte Strecke Coyote Rage aus dem Originalspiel ist. Die Blazing Angels starten wieder durch. Im Vergleich zum ersten Rundflug wurde bei Secret Missions der Mehrspielermodus noch einmal gehörig aufgestockt. Neu sind der Capture the Flag und der epische Schlachtenmodus. Medal of Honor und kein Ende. Wir haben uns für euch durch Airborne, den aktuellen Teil des WK2-Krachers, gespielt und wurden nicht enttäuscht. Zwar sollte niemand eine Innovationsflut erwarten, aber die Fallschirmsprünge bringen doch frischen Wind in das traditionelle Spielprinzip. Nach der Landung geht es wie gewohnt in den Waffennahkampf. Dabei hat sich nicht allzu viel verändert und es wird die gewohnt gute Medal of Honor Shooterkost geboten. Wer sich an Weltkriegsshooter noch nicht satt gesehen hat, kann hier bedenkenlos zugreifen. In der guten alten Zeit, als Sega und die anderen noch richtig schöne Feinde waren, da hatte jede Konsole seine ganz eigene Lieblingsrennspielserie. Auf der PS1 und der PS2 war das Ridge Racer, bei Saturn und Dreamcast gab es Sega Rally und bei Nintendo, da gab es... Also bei Sega gab es jedenfalls Sega Rally frisch aus der Spielhalle und genau das kehrt jetzt zurück zu den alten glorreichen Tagen. Bevor die ganzen V-Rallys und Colin McRae's und wie sie alle heißen da draußen den Sport total kaputt gemacht haben. Sega Rally Revolution für Xbox 360, PlayStation 3 und Dreamcast 2. Viel Spaß! Und viel Gas! Mit Sega Rally Revolution gräbt Sega ein echtes Juwel der Firmengeschichte aus. Nach gut 8 Jahren Bildschirmabstinenz kehrt die Serie auf die Next-Gen-Plattform zurück. Dabei besinnt sich Sega auf die Stärken des Automatenvorbilds. Kaum ein Spielhallenbesucher, der sich noch nicht in ein echtes Sega Rally Cockpit gesetzt hat. Die Regeln sind einfach: möglichst schnell, aber auch mit etwas Gefühl um die Kurven sliden und sich so langsam aber sicher an die Spitze vorkämpfen. Details: die Bremse eher Nebensache. Und genau dieses Spielprinzip will Sega natürlich auch beibehalten, nur eben auf Next Generation Grafik ein bisschen hochpoliert. Spielspaß Evolution durch Sega Rally Revolution? Schauen wir doch mal. Oh. Tuning, Fahrwerksabstimmung, Autoschäden, all das sucht ihr hier vergeblich. Bei Sega Rally Revolution geht's nur darum, die leichtfüßigen Karren mit Schmackes um die Kurven zu wuchten. Hier zählen Timing und Präzision. Lenkt ihr zu spät ein, rasselt ihr gegen die Außenbande. Bringt ihr den Wagen zu früh in Querstellung, küsst ihr die Innenbegrenzung. Perfekte Drifts sind das Geheimnis des Erfolgs. Nur so habt ihr eine Chance auf den ersten Platz. Schon beim alten Sega Rally hat man dank einer Menge Matsch, Wasserlöchern und Sprungschanzen alle Räder voll zu tun. Das Einzige, was hilft: schnelle Reflexe. Sega Rally Revolution geht dabei sogar noch ein Stückchen weiter. Hier hinterlassen nämlich alle Karren schöne Spuren im Boden. Wow. Dass der Untergrund sich in Echtzeit verformt, sieht nicht nur schick aus, die Wagen reagieren auch auf die neu entstandenen Unebenheiten. Jede Runde ist anders als die vorige. Für Rallyefahrer ist es eine ganz neue Herausforderung mit neuen Problemen. Ey, du Arschloch! Beweg deine Scheißkarre von meiner Steppe runter, sonst klatscht es, aber kein Beifall! Auch grafisch blieben die Entwickler den Vorgängern treu. Authentizität steht hinten an, stattdessen sollen kräftige Farben und sonniges Wetter gute Laune vermitteln.
Fürs richtige Rally-Feeling sorgt imposant umherfliegender Matsch, wenn sich die PS-Monster durch die Pampas pflügen. Zudem verdrecken die Karossen schrittweise. In Runde 1 ist der Wagen noch schön sauber, in Runde 2 ziert ihn eine herzhafte Kruste. Zwischen den beiden Konsolenversionen gibt's Unterschiede. Die PS3-Fassung wirkt etwas verwaschen, läuft dafür aber butterweich. Das Xbox-Pendant hingegen sieht schärfer aus, gerät aber manchmal ins Stocken. Unsere Eindrücke basieren allerdings auf unfertigen Preview-Versionen. Bis zum finalen Spiel kann sich da noch was ändern. Spieltransplantation gelungen, Patient hat überlebt. Sega Rally Veteranen, die werden sich freuen, dass der Kern der Serie im Grunde unverändert blieb. Revolutions bietet euch ebenso wie sein Vorgänger schnelle, packende Rennspiel-Action mit jeder Menge Staub und Matsch. Wer aber einen richtigen Grafikburner wartet, der sollte dann doch besser zu Motorstorm oder aber Colin McRae Dirt greifen. Ja. Puh. So, liebe Zuschauer, wir stoppen an dieser Stelle mal unsere klassische Knöpfchendrückerei und widmen uns einem Thema, das extrem strategisches Vermögen und auch Intelligenz erfordert. Knallharte Bedingungen, durch die sich unser werter Kollege gerade selbst aus dem Rennen gekickt hat. Denn jetzt kommt in ausgegraben die Strategie, Taktik, Action-Mischung, Kommandos hinter feindlichen Linien für den PC. Endlich wieder PC, ey! Boah. Ich freue mich, euch jetzt das Spiel vorzustellen, was mir extrem viel Spaß und gleichermaßen auch viel Frustration mitgegeben hat. Kommandos. Ohne groß viel Schnickschnack von wegen toller Grafik oder einer tollen Geschichte bleibt Kommandos tatsächlich auf dem Boden der Tatsachen und kümmert sich eigentlich um das, was mir zumindest am wichtigsten ist, das Gameplay. Das Prinzip des Spiels ist eigentlich relativ simpel. Es gibt ein Ziel, eure Mannequins, und die müssen es kaputt machen. So einfach sich das Prinzip anhört, so schwierig ist letztendlich auch die Vollendung der jeweiligen Mission. So gilt es zum Beispiel hier mit dem Green Beret und dem Spion eine Satellitenanlage auszuschalten. Der Green Beret muss erstmal ein paar Wachen ausschalten, damit der Spion die Möglichkeit bekommt, eine Uniform zu klauen. Mit dieser Uniform muss der Spion dann in eine Gondel einsteigen, mit der er wiederum auf den Berg fahren kann, wo die Satellitenanlage steht. Die Satellitenanlage kann der Spion allerdings nicht alleine ausschalten, dazu ist der Green Beret ja zum Glück noch da. Der wiederum hat aber keine Uniform, deswegen kann er die Gondel nicht benutzen. Deswegen muss der Green Beret erstmal außenrum einen Berg hochklettern, um letztendlich oben auf den Berg zu kommen. Der Green Beret hat außerdem noch die Möglichkeit, Fässer rumzuschleppen, weil er eben so stark ist. Und diese Fässer sind natürlich mit hochexplosivem Material gefüllt, die wiederum die Satellitenanlage letztendlich in einer Kettenreaktion von Feuer und Gewalt zerstören können. Wer Lust hat, Spiele zu besiegen und sie nicht einfach nur durchzuspielen, den möchte ich Kommandos auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, denn dieses Spiel wird euch mit Sicherheit fertig machen, aber wenn ihr es fertig gemacht habt, dann werdet ihr euch richtig wohlfühlen. Es folgt das Beste an Game One, die Werbung. Direkt danach wird ein bisschen zu Solid Snake klug geschissen. Außerdem gibt's unsere Top 5 mit den bösesten Bösewichten. Und als Abschluss mit Abschuss Joe Young Fett und John Woos Polygon gewordener Action-Traum Stranglehold. In diesem Sinne, bis gleich. Fukuhila, hautenges Outfit und trotzdem cool. Das ist Stealth-Veteran Snake aus der Metal Gear Saga. Aber woher hat er eigentlich seinen Namen? Seit über 10 Jahren schlängelt sich der bodenständige Weltretter lautlos von Einsatz zu Einsatz. Liegt darin vielleicht die Erklärung, wie Snake zu seinem sympathischen Namen kam? Nicht ganz. Filmfreaks erkennen spätestens hier, welcher 80er-Jahre-Actionknaller als Vorlage zur Namens- und Identitätsgebung diente. Die Rede ist von John Carpenters Die Klapperschlange mit Kurt Russell in der Rolle des Ex-Elite-Soldaten Plissken. Nennen Sie mich Snake. Anscheinend hat Metal Gear Solid-Erfinder Hideo Kojima den Film ein paar Mal zu oft geguckt. In Metal Gear Solid 2 nimmt Snake das Pseudonym Iroquois Plissken an. Somit wurde auch der Nachname des Filmcharakters im Metal Gear-Universum verbraten. Warum sich Kojima allerdings für den strangen Vornamen Irokese entschied, bleibt wohl sein Geheimnis. Fassen wir unser nächstes Thema sauber, schnell und simpel zusammen. Actionreiche Ballereien, Chow Yun Fat, John Abu und dementsprechend ganz, 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 ganz viele Tauben.
Natürlich sprechen wir hier von John Woos Ausflug in spielbare Gefilde Stranglehold, der euch erstmals berühmt-berüchtigte Ballereien des Action-Asiaten direkt nach Hause bringt. Wie sehr und auch in wen Stranglehold gleich reinballert, das sehen wir jetzt. Wenn sich die Regielegende John Woo in die Welt der Videospiele vorwagt, erwartet der geneigte Gamer Großes. Immerhin revolutionierte der Chinese in den 80er Jahren das Actionkino mit wahren Meisterwerken der Zerstörung. Und genau in dieser Tradition sehen sowohl die Entwickler als auch John Woo selbst das Spiel. Stranglehold ist der spirituelle Nachfolger des indizierten Actionfilms Hardboiled von John Woo. Es spielt rund 10 Jahre nach dem Film und führt die Geschichte von Inspektor Tequila fort. Die Story von Stranglehold, die von John Woo geschrieben wurde, ist im Grunde eine Familiengeschichte. Tequilas Frau und seine Tochter werden von der russischen Mafia gekidnappt und nach Chicago verschleppt. Ich bin sehr stolz, dass aus meinem Film nun quasi ein Spiel geworden ist. Das ist wirklich unglaublich und auch ziemlich überraschend. Wenig überraschend ist hingegen der Spielablauf, denn der besteht eigentlich nur aus einem: Ballern, bis der Arzt kommt. Und das möglichst stylisch. Im Spiel findet man alle meine typischen Markenzeichen. Das beidhändige Schießen, die Pistolenduelle, sogar die fliegenden weißen Tauben. Tatsächlich dürfte sich der Filmfreund sofort heimisch fühlen. Ob ihr in Zeitlupe fliegenden Kugeln ausweicht oder auf Knopfdruck einen ganzen Raum von fiesen Gangstern säubert. Die Entwickler haben das Flair eines typischen John Woo-Films perfekt eingefangen. Das liegt natürlich zum Großteil am polygonalen Superbullen Tequila, auf den sogar Matrix-Held Neo neidisch wäre. Über solche Dinge haben wir natürlich mit John Woo gesprochen und gewissermaßen seinen Segen bekommen. Er fand, dass Tequila all diese Sachen durchaus tun würde. Man konnte richtig sehen, wie seine Augen zu leuchten anfingen. Sowas kriegt ihr hin? Das wäre echt cool. Wer hier einen gewissen Grad an Realismus erwartet, hat definitiv das falsche Spiel eingeworfen. Bei einem Spiel hat man solche Probleme nicht. Hier muss man keine Kugeln zählen. Man muss nicht nachladen. Man kann so viel ballern, wie man will. Dadurch wird die Action etwas comichafter und spaßiger. So kann der Spieler machen, was immer er möchte. Das ist das Tolle daran. Uns war es wirklich wichtig, den Spieler an Orte zu bringen, die er vorher noch nicht gesehen hat. Also haben wir viel recherchiert über Hongkong und China allgemein. Und natürlich über Chicago, wo Midway seinen Firmensitz hat. Wir wollten interessante Levels erschaffen, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. We wanted to create places that would be interesting places to play the game that no one had ever done before. Von der detaillierten Levelarchitektur bleibt aber meist schon nach wenigen Spielminuten nichts als Pixelstaub übrig, denn eines der Hauptfeatures von Stranglehold ist, dass ihr so ziemlich alles zerballern, in die Luft jagen oder sonst wie zerstören könnt. Ich glaube, dass diese Technik der massiven Zerstörung auf jeden Fall ein Vorreiter sein wird, was Physiksysteme in zukünftigen Videospielen angeht. Wert haben die Entwickler auf ihren virtuellen Star Chow Yun-Fat gelegt, auch wenn die Darstellung nicht ganz einfach war. Für das Spiel mussten wir Chow Yun-Fat jünger machen, denn wenn es wirklich 10 Jahre nach dem Film spielt, wäre er darin nicht so alt, wie er tatsächlich ist. Er ist jetzt so um die 50, also haben wir ihn etwas verjüngt. Und ist Stranglehold nun die Revolution der Actionspiele geworden? Darauf ein ganz klares Nein. Das Dauergeballer nutzt sich irgendwann auch ab. Wirklich innovativ ist der Konsolenkrimi nicht. Um sich nach einem stressigen Arbeitstag mal so richtig abzureagieren, gibt es momentan aber kaum etwas Besseres. Kommen wir zu unserer regelmäßigen Lieblingsrubrik der Top 5. Heute mit den bösesten Bösewichten. Die sind so böse, böser geht's echt nur noch in echt. Ja klar, du fass mich doch an die Füße. Aber echt.
Den Anfang bei unserer Game One Bösewicht-Parade macht Ganondorf, der dämonische Despot aus dem Elfenland Hyrule. Durch seine permanent schlechte Laune neigt er öfters mal dazu, als wutschäumendes Riesenschwein ganze Landstriche zu verwüsten. Fies, fieser Sephiroth. Der Manga-Metzger aus Final Fantasy zeichnet sich durch eine wallende Weißarmee sowie ein 8 Meter langes Schwert aus. Und wer ihm dumm kommt, dem filetiert er kurzerhand die Freundin, ein gar garstiger Geselle. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Landratten, aufgepasst. Der untote Pirat LeChuck ist der wahre Herrscher der karibischen Unterwelt und macht euch schnell mal Feuer unterm Hintern. Autsch! Sieht lustig aus, ist er aber nicht. Metal Gear Solid hat zwar jede Menge böser Buben im Angebot, der Cyborg-Ninja sticht sie aber alle locker aus. Zu seinen liebsten Hobbys zählen Aerobik, epileptische Anfälle und das Sammeln verschiedenster Gliedmaßen. Gebt ihm also beim nächsten Treffen auf keinen Fall die Hand. Auf Platz 1 ist, wie könnte es anders sein, Pyramid Head. Seine Auftritte in Silent Hill 2 bescherten so manchem Gamer eine Notfallsitzung beim Psychiater. Neben Mord und Totschlag zählen übrigens Fesselspielchen mit mutierten Krankenschwestern zu seinen Lieblingshobbys. Wahrlich bizarr. Wieder mal war's das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das schon alles war. Denn wir versprühen selbstverständlich auch virtuell unsere Liebe und zwar auf mtv.de/overdrive. Danke fürs Schauen und reingehauen. Bis später, Peter. Ciao, Young Fett und Dong. Ciao, Young Fetts. Ciao, Young Fetts. Scheiß Asiaten-Namen Wirrwarr-Fickerei. Wer aber einen richtigen Grafik-Burner... No!